Ich beginne zunächst mal herzlichen Dank damit, dass unsere Bundeswehr verteidigungsfähig ist. Das ist ja immer Bündnisverteidigung. Das machen wir gemeinsam mit den Partnern in der NATO, in der Europäischen Union. Aber sie ist nicht voll einsatzbereit. Und das hat der Bundesminister Pistorius ja auch so deutlich zum Ausdruck gebracht. Also es gibt den Handlungsbedarf, den ich beschrieben habe, und es gibt noch keine vollständige Einsatzbereitschaft. Ich kann das jetzt nicht in Prozenten beziffern. Wir hatten ja früher immer die Einsatzbereitschaft des großen Geräts in Prozenten berechnet. Das macht das Ministerium nicht mehr. Ich habe den Handlungsbedarf beschrieben. Und deswegen geht es darum, Sie haben ja gefragt, bis wann kann das sein, jetzt in den nächsten Jahren zügig die Entscheidung zu treffen. Das wird noch dauern, bis wir sagen können, unsere Truppe ist voll einsatzbereit. Aber ich will vielleicht mal eine Zahl sagen. Es sollte so eine Zielmarke 2030, 2031, da sollte es auf jeden Fall erreicht sein. Das sind auch so die Planungen des Ministeriums, wenn wir gucken, wann das große Gerät auch zuläuft und so weiter. Das muss das Ziel sein. Spätestens dann muss die Bundeswehr vollständig einsatzbereit sein und dann auch vollständig verteidigungsfähig.